Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch gewünscht, dass wir mal ein bisschen Schrauber-Videos wieder zeigen. Heute wird nicht geschraubt, sondern gepflegt. Ein altbekannter Gast. Zu Anfang unserer YouTube-Zeiten waren wir schon mal hier. Ne, hier waren wir noch nie. Ne, in der alten Halle. Also in der ersten. Kai Mensing, Autopflege Mensing. Normalerweise derjenige, der meine Autos immer poliert und aufbereitet. Im letzten Video habe ich erschrockenerweise festgestellt, wie schlecht das Auto mittlerweile von unten ist. 427.000 Kilometer, ich glaube 428.000 Kilometer. Das heißt, das Fahrzeug bekommt in absehbarer Zeit eine Vollrestauration von unten schon mal. Das habt ihr euch auch gewünscht, dass ich euch mitnehme, weil auch ihr diesen Rost an Bremsleitungen und so weiter schockierend fandet. Das heißt, da gibt es nur eine Lösung früher, denke ich aktuell. Alles ab, Trockeneisstrahlen, gucken, wie es aussieht, vielleicht lackieren, alles pulvern, alles schick machen, alles schön machen. Gibt auch tatsächlich zum Glück für das Fahrzeug noch relativ viele Teile. So, die Frage ist, was wir mit dem Lack machen von außen. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wir bringen ihn erstmal in einen, wie soll ich sagen, an einen Zustand, der nicht ganz so schlimm aussieht. Weil es ist halt auch so, weißt du, vom draußen stehen, die ganzen Dichtungen und alles, das ist halt, ja, der braucht mal ein bisschen Liebe. Und dann gucken wir, ob wir das ganze Auto mit dem Unterboden zusammen neu lackieren müssen oder nur partiell oder. Aber Reihenfolge ist auf jeden Fall erstmal wieder eine Basis reinbringen, dann Unterboden, dann Lack gucken. So, und das Ganze wollten wir ganz gerne mal wieder wie früher, weil es mittlerweile so lange her ist, wirklich so Stück für Stück ein bisschen zeigen. Also es gibt so manche Stellen, wo ich wirklich gespannt bin, wie du die wegkriegst zum Beispiel. Ich glaube, Nico, film mal, wenn du von hier so schräg filmst, dann sieht man das besser. Siehst du hier irgendwo? Nach der Vogelschiss. Vogelschiss, der hier drauf ist? Ja. So, dann haben wir hier auf der Beifahrerseite. Achso, lackiert werden muss er eh, weil hier fängt er an zu rosten. Ich weiß auch ganz genau, warum er hier rostet, weil als ich das Auto damals gekauft habe, war eine Beule in der Heckklappe. Der damalige Lackierer hat es natürlich gespachtelt und ich habe ein Foto wieder gefunden, wie der natürlich beim Spachteln die Kante durchgeschliffen hat. Das heißt, ich habe ein Foto, wie hier drunter blankes Blech ist. Ja, gut, das ist die Kante genau, ne? Und dann fängt es da natürlich wieder an zu rosten. Und sowas hier bin ich auch gespannt, weil das kennt auch jeder. Wenn so dauerhaft so ein bisschen, ich weiß nicht, was es ist, Wachs, also von der Farbe her. Oder Rost. Du hast von hier drinnen eine Schraube. So, und die fängt halt an zu rosten und dann läuft das Wasser halt immer da runter und irgendwann läuft halt dieses Rostwasser hier mit runter und dann entsteht halt sowas. Das kriegst du aber zu 99,9% geht das wieder weg. Aber jetzt machst du mir natürlich Bombenhoffnung, dass die Tür darunter extrem geil aussieht. Aber so haben wir auf jeden Fall etliche Stellen im Auto. Eigentlich war der wirklich immer Taco. Für die Laufleistung und so, auch was so beulentechnisch angeht. Aber ich würde vorschlagen, wir müssen hier irgendwie mal eine Basis reinbringen und auch gerne die Zuschauer dabei mitnehmen. Das heißt, wie würdest du jetzt anfangen? Ich würde ihn jetzt erstmal einschrauben komplett, also mit Formgang. Dass halt der ganze von dieser Sahara-Staub und was da noch alles drauf sitzt, jetzt da sich alles vernünftig löst. Von unserem letzten Trip nach Afrika. Zum Beispiel. Ja, dann halt die ganzen Kanten etc. alles auspinseln, machen, tun, dann halt vernünftig waschen einmal richtig, dann kneten vor allen Dingen, dass halt, wenn du jetzt rüberfährst, gut, ist jetzt staubig, wirst jetzt eh nicht so viel merken, merkst aber schon, dass er so ganz leicht picklig ist, wenn du jetzt rüber gehst. Ja. Gut, sollte man jetzt eigentlich nicht auf dreckigen Lack machen, aber da, wenn eh polieren, ist jetzt sowieso gerade egal. Ja. Ja, dass er halt so gesehen dann wirklich mal komplett sauber da steht. Ja, dann wird er abgeklebt. Die ganzen wichtigen Teile, halt hier die Zierleisten zum Beispiel, die Griffe einmal. Hier sowas dann einmal drauf, weil wenn du halt hier die Leiste unten polierst, dass halt wenn du mal mit dem Pad irgendwie runterkommst, dass du nicht halt gleich hier den Lack wegschießt. Solche Sachen halt. Und dann, ja, wird dunkel gemacht drin, dann wird abgeleuchtet, Lack gemessen, wie viel drauf ist und dann ein paar Testspots gefahren und dann schauen wir mal, was geht. Du sagst komplett einschäumen. Dieser Schaum ist wirklich so krass aktiv, dass der es wirklich alles anlöst. Ja, es ist auf jeden Fall besser, den zu benutzen, gerade wenn er jetzt so aussieht, als wie wenn du jetzt nur mit Eimer und Schwamm waschen würdest. Also es bringt halt schon was. Und aber während der Schaum drauf ist, gehst du dann mit dem Pinsel die ganzen Ecken und Kanten genau, so diesen ganzen Dreck so überall genau, auch. Genau, gerade halt, du siehst ja halt, hier oben hast du halt wieder so einen kleinen Zwischenraum. Hier kommst du halt ganz schlecht immer hin, da musst du halt einen weichen Pinsel für nehmen, dann gehst du halt einmal von unten einmal da überall lang. Halt, wo du halt so mit dem Schwamm sonst nicht halt hundertprozentig hinkommen würdest. Und wenn er dann gewaschen ist, dann nimmst du diese Knete, die ja schon eigentlich relativ hart ist, um den ganzen Dreck von der Oberfläche nochmal runterzukriegen. Genau, das ist ja halt für dieses Ganze, was du jetzt so durchs Waschen allein nicht mehr wegkriegst. Teer, Flugrost, irgendwelche anderen, sag ich mal, Industriestaubablagerungen und sowas gibt es ja viel. Was denkst du grob, wie lange du brauchst, um das nur so richtig zu waschen? Stundentechnisch, damit wir die Leute mal so abholen, weil für mich ist Fahrzeugpflege bis heute unfassbar zeitaufwendig. Also wie der jetzt aussieht mit Trocknen, 2-3 Stunden bestimmt. Das heißt wirklich 2-3 Stunden am Stück intensiv waschen. Ne? Es ist halt waschen, kneten, einschäumen, pinseln, abtrocknen und so. Es ist jetzt nicht nur rein, das sagen wir mal, das Säubern. Cool. In etwa wirst du schon bauen. Was halt auch wieder bei Audi immer beschissen ist, sind halt die Grills vorne. Halt durch diese Waben musst du alles einsprühen mit Reiniger. Ja, da siehst du den Staub noch drauf.
und halt wirklich jede einzelne Ritze pinseln, machen und tun, weil du kriegst sie halt so, mit dem Schwamm kriegst du es nie richtig sauber. Ja, das wird ja für dich aktuell ein Riesenproblem sein, weil es ist ja gefühlt so, du lässt ein Auto einen Tag draußen stehen und es sieht sofort immer wieder so aus, ne? Also da muss ja gefühlt jede Woche einer stehen, der den Staub weg haben will. Na, so krass ist es jetzt nicht. Also ja, natürlich ist natürlich jetzt halt durch Pollen und sowas, wenn es halt rumfliegt, merkst du es halt schon. So, du wäschst ein Auto, stellst es raus und 20 Minuten, eine halbe Stunde später ist es halt schon wieder, siehst du eine ganz leichte Staubschicht drauf. Okay, Kai, ich würde sagen, du verschaffst dir erstmal einen Überblick, wäschst den einmal durch und dann steigen wir ins Video ein und gucken mal, was wie wo hier noch zu retten ist. Genau, ich bereite dann alles soweit vor und dann... Let's go! Back in Wunsdorf, weiter geht's am RS4. Jo. Sieht wie neu aus schon, dafür, dass ich vermute, dass du noch gar nichts gemacht hast, ne? Nö, ist jetzt nur gewaschen, geknetet und halt mal einmal vom ganzen Staub etc. befreit. Weil der Wahnsinn für, ich stand hier gerade so, für 400.000 Kilometer. Das ist echt nicht schlecht. 427.000 Kilometer, glaube ich, haben gefühlt die Türen und Seitenteile keine einzige Beule, ne? Nö. Und das wurde auch definitiv alles noch nicht... Hallo. Wurde auch definitiv noch nicht lackiert und nichts. Aber wie kommt's, dass. Wie kriegst du das hin, so ein Auto so sauber zu waschen? Also, wenn ich den wasche, sieht der immer anders aus. Oder ist das tatsächlich irgendwie ein bisschen, dass da in dem Shampoo schon ein bisschen Detailer drin ist? Oder so, nein. Also, da ist das gar kein Detailer, keine Wachse, nichts drin, weil da ist halt allein auch schon nicht wegen dieser Ölabscheider-Geschichte, was ich halt hier haben muss. Mhm. Ja, es ist halt einfach Zeit. Also ich habe den jetzt halt eingeschäumt, dann habe ich halt die ganzen Eckenkanten halt alles gepinselt mit so einem weichen Pinsel, dass halt da den ganzen Schmock halt rauskriegst, weil kommst du mit dem Schwamm nicht überall runter. Ja, dann halt nochmal abgesprüht, dann halt geknetet und da benutzt du ja so ein Gleitmittel, das bringt jetzt vielleicht minimal Glanz, aber das ist eigentlich nicht erwähnenswert. Und danach dann halt nochmal gewaschen und dann halt erst abgetrocknet. Also so gesehen zweimal gewaschen. Ja, aber Wahnsinn, dass das mit nur mit dem Pinsel auch schon so dann doch alles so, dieser ganze Grünspan über die letzten Jahre vom Draußenstehen, alles weggeht. Wie ist das mit solchen Kunststoffteilen? Gibt es für sowas eine Lösung, wenn die so anfangen anzulaufen? Also ich versuche oder ich werde das die mal einschmieren. Es gibt dafür Mittel. Man muss halt nur gucken, inwieweit das ist, weil das jetzt halt hier, gerade die Leute, ist halt schon relativ stark angegriffen. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob es hundertprozentig funktioniert oder nicht. Vor allem, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum das so anläuft. Das kann ja auch nur irgendwie UV-mäßig irgendwas sein. Ne? Das weil, ist UV. Weil es sieht ja aus wie Rost, aber auf einer Gummileistung. Ja, das ist UV-Regen, teilweise halt auch diese ganzen Staubgeschichten und dass sie halt nur draußen stehen, weil das ist ja kein reines Kunststoff ist. Das ist ja so ein Gummikram. Also das ist ja eine Metallleistung und dann halt ein bisschen dünne Schicht Gummi, nicht so wie jetzt hier bei der Fensterdichtung. Wenn jemand dir das Auto so bringen würde, wie würdest du den jetzt so kratzertechnisch einstufen? Weil also du sagst ja immer, du kannst 20% wegmachen, 40% wegmachen, 60% machen. Wie also ist der so kratzertechnisch so drauf? Waschkratzermäßig sieht der eigentlich relativ gut aus. Mhm. Also wenn jetzt einer so ein Auto bringen würde, würde ich sagen, also mit einer ersten Stufe, also diese 20-40%, wirst du nicht alles wegkriegen. Ich sage dann immer den Leuten, ich mache so eine Mischung aus erster und zweiter Stufe. Bedeutet, dass du halt so gesehen vielleicht manche Teile zwei Gänge mal fährst, irgendwie statt nur einen Gang. Manche Teile vielleicht so ein bisschen ein härteres Pad mal nimmst, ein bisschen langsamer fährst und so, dass du halt so ein bisschen so ein Mischmaß aus dieser ganzen Geschichte machst. Weil also eine zweite Stufe tut hier halt auf keinen Fall Not. Das wäre halt teilweise rausgeschmissenes Geld. Mhm. Man kann das halt auch einfach mit so einem Mittelding halt fahren. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier nämlich auch nur eine Stufe 1, um den Leuten das einfach mal ein bisschen näher zu bringen und zu zeigen. Mhm. Aber dann muss ich ja doch ehrlich sagen, da er jetzt nämlich in den letzten Jahren hier und da auch schon mal eine Waschstraße gesehen hat, auch verschiedenste Waschstraßen gesehen hat, dass diese Versiegelung von dir, weil wir haben den ja damals auch versiegelt, definitiv was bringen. Ja, ja, ne? Also das, weil, das bringt, weil der das hat schon was. Viel auch wirklich dreckig eine Waschstraße gesehen. Mhm. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch mit einem viel, viel, viel schlimmeren Ergebnis gerechnet. Nein, also das bringt schon was, klar. Es ist jetzt nicht gesagt, dass du jetzt halt da nie wieder Waschkratzer oder sowas durchkriegst oder keine Kratzer mehr hast und sonst was. Es vermindert es halt alles. Mhm. Es ist genauso wie auf der Motorhaube hast du halt, ich weiß nicht, sehen wir das jetzt hier? Ja, hier siehst du es halt. Hast du halt hier Vogelscheiße halt drauf gehabt. Ja, ja, ist halt nicht richtig runtergemacht. Hat sich halt auch über die Zeit jetzt halt irgendwann mal reingebrannt. So, das ist halt normal. Du siehst halt auch, dass der halt durch dieses ganze Draußenstehen halt auch so eine leichte Grauschattierung jetzt bekommen hat. Überall was eingebrannt, ne? So, das ist halt normal, das bleibt halt natürlich nicht aus. Aber selbst auf dem Dach echt wenig Beulen und so, ne? Muss ich schon sagen. Also hier ist halt das gleiche Problem wie von unten, dass er anfängt zu rosten, steinschlagbedingt.
Das wird man, also wenn man es vernünftig machen will, muss man halt definitiv Scheibe rausnehmen und ja, halt musst du die Scheibe raus, richtig klar. Blank machen und lackieren. In dem Fall würde ich es jetzt einfach ein bisschen austupfen und fertig. Wie würdest du jetzt weitermachen? Was ist der nächste Schritt? Ich würde jetzt erstmal halt, so gesehen, das können wir gleich mal machen, einfach mal dunkel machen hier, dass wir den einmal mit der Lampe richtig ableuchten, gucken, wie er denn wirklich so eben jetzt Sonnenlicht draußen imitiert ein bisschen aussieht. Würde ich halt anfangen, so 2, 3 kleine Stellen einfach mal auszuprobieren mitten in der Fläche. Was ist zum Beispiel jetzt hier einfach mal so einen kleinen Bereich, hier mal so einen kleinen Bereich und hier mal irgendwie so einen kleinen Bereich, nur mal um zu gucken, wie funktioniert welche Politur, welche Pad-Kombi am besten, mit welcher Geschwindigkeit. Und dann würde ich halt anfangen, alles abzukleben, was du halt abkleben musst. Also hier diese ganzen hier, die Aluteile, hier die Gummileisten und sowas halt. Und dann, ja. Aber ist echt so entscheidend, Pad-Geschwindigkeit und so weiter? Ja, bringt viel, bringt sehr, sehr viel. Aber warum? Weil die Lacke unterschiedlich sind oder Farben oder je nachdem, wie viel Kratzer drin sind? Oder ja, also jeder Lack ist ja unterschiedlich hart, jeder Lack hat ja eine andere Zusammensetzung. Audi zum Beispiel ist halt relativ hart, also da kannst du jetzt nicht so viel falsch mitmachen. Ich habe gestern zum Beispiel ein E63 AMG gemacht, hier so ein 211er Modell. Der ist in so einem Schwarz-Rot gewesen. Mercedes hat eigentlich einen sehr, sehr harten Lack. Ich habe den wirklich mit einem mittelharten Pad und nur eine Anti-Hologramm, nur mal um zu gucken, so ranzutesten, wie es aussah. Das sah Katastrophe danach aus. Du hast da mehr Spuren durchs Pad reingemacht, als wie du rausgemacht hast an Kratzern. Weil der so butterweich war. Und deswegen musst du halt bei jedem Auto immer so ein bisschen gucken. Klar, wenn du jetzt 3 B7 RS4 nacheinander hast in Schwarz, dann werden die alle in etwa ungefähr gleich sein. Weil das nimmt sich jetzt nicht viel. Und ist da auch ein Unterschied zwischen nachlackiert und Werkslack? Ja. Klar. Ja. Okay. Merkst du auch, ist aber meistens, hält es sich in Grenzen. Weil hier ist es so, ganze Front definitiv schon nur einmal gelackt über die Zeit. Alles von da nach hinten, Serienlack, außer Heckklappe. Ja, okay. Das heißt, jetzt dunkel machen und genau, einmal dunkel machen und dann schauen wir mal. So, siehst du halt natürlich, ja, der hat Waschkratzer drin, aber es ist halt wirklich für die Zeit und was du halt damit angestellt hast, halt echt in Ordnung. Also, kannst du auch mal selber ein bisschen durchgucken. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das her ist. Also man sieht halt, wie du schon sagst, auf der ganzen Oberfläche so einen leichten, sieht ja, so ein bisschen aus wie so ein leichtes Metallic, aber das ist ja eigentlich... Was da rausgelaufen ist. Nee, klar, aber man, weißt du, man sieht ja auf der ganzen Oberfläche so ganz leicht so wie einen weiteren Metallic-Effekt. Das ist aber kein Metallic-Effekt, sondern es ist einfach tatsächlich auf der Oberfläche minimal, dass da was drauf ist, ne? Genau. So, und hier können wir jetzt nämlich nochmal, wobei mit der so in dem Licht sieht man es fast sogar schlechter. Ja, in dem anderen siehst du es, glaube ich, ein bisschen besser. Ja. War auch so, wenn du jetzt die Haube guckst, also für Waschstraße schwarz und halt viel draußen stehen, ist da kaum was drin. Ja, also eigentlich. Nicht viel draußen stehen, sondern immer draußen stehen. Ja, eigentlich ja. Ja, dann lass uns mal ein paar Tests angehen hier, bin ich mal gespannt. Jo. Soll ich in der Zeit schon mal irgendwas abkleben? Angefangen. Ja, kannst schon mal da die Leisten und sowas, das die Zierleisten wäre abkleben. Schon mal gut. Also mir ist das einmal passiert, ganz zu Anfang, wo ich das halt, noch so zu meinen ersten Tagen gemacht habe. Da habe ich mal so eine Zierleiste wirklich durchpoliert. Und seitdem habe ich gesagt, nein, mach ich nicht mehr. Jetzt klebst du es ab. Ja, jetzt klebe ich wirklich alles, was du halt so schlimm ist, klebst du ab. Und das hier ist mittelhart, sagst du? Ja, das ist so ein, es gibt eine Stufe weicher darunter jetzt noch. So, das ist jetzt eine Stufe darüber von der Härte und von der Oberflächen. Also wenn ich hier so. Das merkst du halt schon. Mhm. So, und das sind halt jetzt wirklich schon. Oh ja, das ist ja. Noch ein bisschen härter. Das ist ja so ein richtiges Brett dann. Ja. Okay, verstehe. Und umso härter halt die Pads, umso aggressiver sind oder also aggressiver sind sie. Weil es weniger federt und mehr auf den Lack drückt. Ja, weil du ja auch mehr Temperatur entwickelst. Das Schaumstoff ist halt offenporiger, bedeutet, es hat halt auch mehr Schleifwirkung wieder. Weil hier ist ja der Schaumstoff, sag ich mal, relativ geschlossen. Wenn du jetzt halt im Vergleich zu dem jetzt hier guckst, da siehst du ja hier, das ist ja relativ zu, nennen wir es jetzt mal so. Und die ist halt schon eine ganze Ecke offener von der Struktur her. Ist das ist jetzt eine ganz normale Schleifpolitur oder nur eine Anti-Hologramm? Nee, das ist jetzt ein Anti-Hologramm. Okay. Das heißt, eine Schleifpolitur brauchen wir auch gar nicht, weil der wird eigentlich gar nicht geschliffen. Mal gucken, also vielleicht Heckschuhstange und Schweller. Das muss ich aber noch entscheiden. Okay, aber wenn der Lack so aussieht, ist tatsächlich eigentlich nur dieser eine Arbeitsgang direkt mit der Anti-Hologramm? Jein, ja. Also muss man halt immer sehen. Okay. Also man kann es auch theoretisch gesehen mit einer Feinschleife machen. Es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Polituren, Kombis, was du da aus Politur-Pad mit Mikrofaser-Pad etc. machen kannst oder so. Ich fange jetzt hier halt einfach, um jetzt halt das nicht auch jetzt hier 5 Stunden in Länge zu ziehen, was man jetzt ausprobieren könnte, einfach jetzt mal basic damit an und gucke einfach mal, was passiert. Also das wird schon einigermaßen reichen, denke ich mal, weil es ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass man das benutzt.
Okay, ja. Ich mache noch kurz Licht aus, dann können wir uns mal die zwei Stellen anschauen. So, und zwar habe ich jetzt einmal hier den Bereich gemacht, hier so ein bisschen. Also so ist es halt voll. Siehst du es auf der Kamera? Das ist, glaube ich, schwer auf der Kamera. Ne? Das, okay, ja. Siehst du es hier unten besser? Also hier sieht man halt krank die ganze Kratzer, also, ne? Aber selbst das ist... Ja, das sieht man. Ja, so, also hier so in... Ja, ja. Ja, da. Ja, da sieht man es ja. Oder um es mal anders zu sagen, man sieht halt auf der anderen Fläche eigentlich wirklich schon fast. Ja, und so ist es halt. Und so ist gar nichts mehr. Jetzt halt nach der ersten Stufe. Da sieht man jetzt natürlich krank den Metallic-Effekt, deswegen sieht man halt auch krank nichts mehr. Weil es halt selbst einfach halt auch hier so in dem Bereich, also es, ja, du hast hier natürlich immer mal irgendwo noch so ein, zwei, drei kleine Dinger drin. Dafür ist es halt jetzt auch nur einmal, platt gesagt, so ein bisschen rüber. Und um diese allerletzten kleinen ganzen Kratzer, die draußen rauszukriegen, da müsstest du da wirklich mit Schleifpolitur anfangen, das matt zu schleifen und dann wieder aufzupolieren. Nein, das jetzt nicht unbedingt. Also du kannst jetzt zum Beispiel mit Rotation beigehen, harte Patch, Schleifpaste und dann jetzt halt richtig ein paar Gänge das mal durchziehen. Dann schleifst du das wahrscheinlich irgendwann raus. Ja. Manche Sachen musst du vielleicht auch ein bisschen entweder mit Liquirpaste machen, also das ist halt wirklich so eine Paste, die das halt so ein bisschen matt macht, oder machst halt mit einem Nassschliff, kannst du halt auch machen. Bin ich aber ehrlich, um jetzt halt hier in dem Bereich die letzten zwei, drei kleinen Dinge herauszuholen, was willst du da jetzt für einen Aufwand für betreiben, um die jetzt da rauszukriegen? Ja, also eine Sache würde ich auf jeden Fall gerne noch zeigen, wie man so richtig schön dieses rauszukriegt. Genau, das wollte ich jetzt gleich machen. Ich wollte es noch einmal kurz auf der Haube. Da hatte ich jetzt ja auch hier das Feld gemacht. Ich glaube, das siehst du mit der Kamera ein bisschen besser sogar, oder? Ja, genau, hier den Übergang. Also, hier. Also da sieht man genau diesen angesprochenen Grauschleier, der genau. Halt komplett weg ist. So, und dann ist er weg. Und hier sieht man auch tatsächlich, also das passt auch ganz gut prozentual gerade von den Kratzern her, wenn man die ganzen Kratzer hier sieht und wie viele da tatsächlich schon verwechselt sind. Genau, also die Haube ist annähernd, wenn du jetzt so guckst, annähernd kratzerfrei. Ansonsten, ich glaube, mit dem normalen Licht hast du es nochmal ein bisschen besser gesehen. Ja, siehst du nochmal ein bisschen besser. Wenn du von da hinten so gerade auf die Tür mal guckst, sieht das aus, als wenn du gerade beim Neuwagen die Tür aufgemacht hast. Auch so von der Mattheit her und so, finde ich irgendwie, ne? Ja, also wenn du das halt siehst, dass er, auch der Fahrersitz, wenn du siehst, dass er 400.000 Kilometer und runter hat. Kein Spaß, der sah wirklich 97% genauso aus, als ich das Auto schon bekommen habe. Ja. Also da, das ist halt echt Hammer. Also, das ist schon echt gut. Ist halt nicht verkehrt. Von unten ist allerdings Katastrophe aktuell, aber da müssen wir später nochmal bei. Ja. So, also hier haben wir die Stelle, haben wir ja draußen letztes Mal schon gesehen, wo halt wahrscheinlich halt durch die Schraube, die siehst du auch hier jetzt gerade ganz gut, ja. Übeltäter, was halt da halt so ein bisschen halt dieser ganze Rost jetzt rausgelaufen ist. Muss ich irgendwas abkleben, auch die Leiste da oder ist egal? Nee, das geht jetzt und gut. Das und so. Von der PET-Härte her ist das gleiche? Das ist jetzt das, ja, das ist das gleiche. Das ist jetzt im Endeffekt dieselbe Geschichte, wie ich jetzt halt bei den anderen beiden Stellen gemacht habe. Ich mache jetzt auch nur hier so vorne so ein kleines bisschen, dass wir jetzt hier nicht irgendwie alles jetzt erstmal abkleben müssen zur Sicherheit und so. Nur ob wir sehen, ob es halt funktioniert. Und auch die gleiche Anti-Hologramm-Politur eigentlich. Also genau. Auch keine scharfe Politur. Nein, das ist genau das gleiche, um jetzt halt erstmal so ein bisschen ranzutasten und gucken, was passiert. Ja, der Clou bei diesem Polieren ist halt auch, dass es nicht nur rotiert, das Pad, sondern es sitzt exzentrisch. Also es schwabbelt sozusagen. Ne? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man das relativ kratzerfrei hinkriegt. Und es ist weg. Krass. Ist schnell. Ja, vor allem, das sieht bei dir immer so kinderleicht aus. Ich habe selber ein paar Mal schon mit Mikrofasertuch und einer normalen Politur so ein bisschen. So easy ging es dann halt doch nicht. Man sieht das hart hier. Ja, deswegen habe ich auch extra nur so ein bisschen hier. Und du siehst ja auch hier, wo es noch runtergelaufen ist, ganz gut. Das ist doch nichts Geileres anzufassen, als frisch poliert. Okay, wie geht's weiter? Ich klebe jetzt den Rest ab. Schneide aber diesmal das Klebeband auf, dass ich auch die Tür noch machen kann. Und ja, dann mache ich jetzt Auto erstmal so gesehen von oben nach unten langsam. Erste Stufe, so wie ich jetzt die Testspots gemacht habe. Und danach kommt schon irgendeine Versiegelung drauf. Ja, also Irgendwas versiegeln tun wir auf jeden Fall. Da wir jetzt ja eigentlich bis auf Heckklappe nichts wirklich groß lackieren und vielleicht Frontstoßstangen oder sowas, würde ich jetzt die ganzen Steinschläge noch auslegen, danach und polieren. Würde die dann alle einmal so ein bisschen kappen oben, dass da halt nicht so ein riesen Hucken drauf liegt. Das dann halt wieder anpolieren. Und dann mache ich die halt auch Keramik drauf und fertig. Das heißt, mit Lack austupfen und tupfen, richtig? Hm? Cool. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir machen genau da weiter, wenn du, also lass ruhig ein paar Steinschläge offen, das können wir ruhig nochmal zeigen, so irgendwie, und ein paar kannst du ja schon mal austupfen und dann zeigen wir auf jeden Fall nochmal da ein bisschen was und dann geht's an Versiegeln. Ja. Ja, jetzt ist ja so vom Lack her und von der Basis her so, dass jetzt natürlich so Stellen wie Steinschläge auffallen, ne? Weil der Rest einfach so gleichmäßig glatt ist, dass man dann natürlich
ein Steinschlag, beziehungsweise das wird wahrscheinlich eher eine Tür sein oder so, ne? Ja, wird wahrscheinlich eine Tür gegengehauen sein. Hast ja, hier unten hast du auch, das ist wahrscheinlich auch irgendwas mal gegengehauen oder so. Gut, mein Gott, hier die Stellen ist halt natürlich durch Steine, Front ist auch klar. Das bleibt ja halt auch nicht aus. Aber der ist jetzt komplett geschliffen, poliert, ready zum Versiegeln. Genau, der ist jetzt komplett ready zum Versiegeln. Wir können ihn jetzt noch einmal ableuchten gleich. Das ist jetzt halt mal so ein Vorher-Nachher, hatten wir vorher schon mal so ein bisschen gezeigt. Ja, dass man jetzt trotzdem noch mal, normalerweise machst du es halt so, wenn du den jetzt halt fertig komplett poliert hast. Du guckst ja nach, wie funktioniert es. Dann machst du das ganze Auto fertig, denn so mache ich es jetzt zum Beispiel. Dann leuchte ich es halt noch mal ab, mach halt aus, leuchte ab. Gucke dann halt, okay, siehst du noch irgendwo, was weiß ich, ein Hologramm, ein Kratzer, dies, das, jenes, irgendwie was in der Richtung und dann entfettest du und trägst dann halt auf. Okay. So, also wenn du jetzt halt guckst, ist es halt annähernd alles weg. Also. Das heißt, es ginge jetzt in dem Fall wirklich so um diese typischen oberflächlichen Kratzer, ja, die man vielleicht noch irgendwo... Ja, genau, also gut, hier siehst du jetzt halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es auf der Kamera jetzt siehst, hier ist halt noch so ein ganz kleines bisschen Politurrest, was man jetzt halt so ein bisschen sieht, was ein Hologramm sein könnte, ist aber halt wirklich Politurrest vom Abwischen, weil er jetzt halt noch nicht komplett entfettet ist. Mhm. Das will ich jetzt halt wirklich erst genau dann machen, wenn wir auch sagen, okay, wir tragen jetzt auch gleich was auf, weil wenn du den jetzt entfettest, lässt den jetzt hier ein, zwei Tage nochmal stehen oder so, ist halt blöd, musst halt wieder entfetten, ist halt Scheiße. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du so zum Thema Versiegeln zu erzählen hast. Ist ja auch so eine Wissenschaft für sich. Welche Versiegelung, wie, wo, was, etc. Ne? Ja, es gibt ja mittlerweile, also ich weiß noch, wo das angefangen hat mit den ganzen Keramikgeschichten. Damals hieß es halt Flüssigglas. Da gab es irgendwie, weiß nicht mehr, zwei, drei Hersteller, die das irgendwie... Aber prinzipiell sagst du, ne, auf jeden Fall eine Keramik. Keramik ist halt aktuell so das Einfachste und Beste eigentlich, was man machen kann, wenn man halt sagen möchte, halt langanhaltenden Schutz haben. Möchte jetzt aber halt auch keine extremen Unsummen ausgeben, dass man jetzt da, was weiß ich, 5, 6, 7, 8 Schichten Keramik drauf macht oder mit Folie noch arbeitet und dies, das. Das heißt, die Keramik wird aber auch nur mit einer Schicht aufgetragen oder gehen da auch schon mehrere Schichten drauf? Man kann so viel machen, wie man eigentlich fast möchte. So, ich mache meistens immer zwei Schichten, weil mit der ersten Schicht hast du es zu, sagen wir mal, 98, 99% ungefähr deckend. Es gibt immer mal irgendeine Stelle, wo du vielleicht mal jetzt, du hast es nicht hundertprozentig gesehen, jetzt hier um den Griff rum oder sowas, dann hast du vielleicht ein, zwei Millimeter davon nicht getroffen oder hier oben die Kante nicht hundertprozentig getroffen. Deswegen sage ich halt immer, ich mache halt grundsätzlich immer zwei Schichten drauf. A, hat der Kunde halt dann noch mal ein bisschen länger was davon, es ist ein bisschen dicker, es ist ein bisschen widerstandsfähiger und es ist halt nicht so über extrem teuer. Wie lange hält sowas grob? Kann man das sagen? Also zwei Schichten erfahrungsgemäß anderthalb, zwei Jahre ungefähr, je nachdem, wie die Leute es halt pflegen. Weil ich sag mal, deiner jetzt zum Beispiel hatte ja auch Keramik drauf gehabt. Das haben wir damals noch für das Farnwalder Abschlusstreffen vor wie vielen Jahren? Echt, so lange ist es her? Ja, dann war das 2018, ja. 2018. Ja. So, seitdem war die jetzt drauf. Klar, das war jetzt halt Dach und sowas war tot, da war gar nichts mehr. Okay, ja, dann lass uns einfach mal Teil wieder zeigen. Also ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einfach das Seitenteil, weil es jetzt halt relativ einfach bis zu der Kante hier einfach so zack, das einmal, weil jetzt das ganze Auto, das würde jetzt zu lange dauern. Und ich glaube, das wollen die Leute auch nicht sehen, wenn ich jetzt hier anderthalb Stunden was auftrage. Es gibt bestimmt einige, die das sehen wollen, aber machen wir einen Teil, dafür das ein bisschen detaillierter. Ist da richtig Alkohol drin zum Entfetten? Oder? Das ist Isopropyl. Also, ja. Ist aber gut. Nicht. Ja, das riecht, das riecht. Ja, riecht so nach Kirschen. Ja, so ein bisschen. Also das ist jetzt halt von... Ja, Schnüffler hier. Von Gein, das zum Entfetten selbst. Man kann auch jedes x-beliebige Isopropyl aus der Apotheke sich holen oder von anderen Herstellern das nehmen. Das soll halt nur einmal richtig entfetten und dann passt das schon. Vor allem, du machst ja so Keramik normalerweise auch auf die Felgen drauf, ne? Ja, also ich mach's auf Felgen recht viel, auf Bremssättel auch sehr, sehr häufig. Ich habe auch manche Kunden gehabt schon, die wollten das auf ihre Endtöpfe haben, auf ihre Federbeine, Federn, Achsen, Carbon halt im Motorraum. Du kannst es auf Kunststoffe, gibt es auch was für, dass du es auftragen kannst, also auf unlackierte Kunststoffe. Du kannst es auf Scheiben auftragen, du kannst es aufs Leder auftragen, das machen wir auch sehr, sehr häufig hier. Aber so der Dauerrenner ist eigentlich wirklich so Lack, Felgen, Bremssättel. Mhm, weil bei Felgen verstehe ich es ja sogar noch vollkommen, weil da ist es ja tatsächlich so mit Bremsstaub und Wasser. Ja. Da ist ja eigentlich mehr Dreck immer drauf als auf dem eigentlichen Lack. Ne? Und bei Felgen ist es ja auch schon so, dass da gibt es ja wirklich viele, wo es sich richtig einbrennt, man nie es wieder runterkriegt. Da hat man, das hat man relativ, ja, ich will es nicht sagen häufig, aber es hat man schon viel. Wo es halt jetzt eigentlich, wenn man es jetzt halt so richtig überlegt, nicht so viel Sinn macht, ist eigentlich bei einer Keramikbremse. Mhm. Weil die macht ja halt eigentlich so gut wie keinen Bremsstaub. Da hast halt so gesehen nur so ein bisschen den Dreck drauf, klar.
ist es halt, wenn du da halt auch so eine Versiegelung drauf hast, wäscht sich trotzdem der Dreck, der halt so durchs Fahren kommt, wäscht sich dadurch halt auch wieder leichter. Aber man kennt ja so diese Videos aus dem Internet, viele denken, dass mit einer Keramikversiegelung auf den Felgen zum Beispiel gar kein Dreck mehr drauf haftet, was ja auch Quatsch ist, ne? Weil spätestens, wenn du einmal durch den Regen fährst, so mit Spritzwasser von den anderen Autos und ja, so. Ja, also es gibt sowas und sowas. Also diese klassischen Videos, was mal eine ganze Zeit lang viel immer gezeigt wurde, was weiß ich, Motorhaube, eine Hälfte gemacht, eine Hälfte nicht gemacht, nehmen einen Eimer mit richtig Modderwasser, kippen den drauf und es läuft halt von der einen Seite komplett runter, von der anderen halt gar nicht. Oder irgendwie das Auto gefühlt 10 Tage lang durch den Sand gefahren und halt einmal abgesprüht und das ist halt komplett sauber. Also dass man diesen Effekt mal zeigt, wo es abhält, wo es nicht abhält, okay, ja, das funktioniert. Ob das dadurch natürlich hundertprozentig sauber da runterläuft und man danach dann so gesehen mit dem Tuch einfach wieder rüberwischen kann, ohne Kratzer zu machen, wage ich zu bezweifeln. Nee, also meine Erfahrung ist da auch definitiv. Also es ist kein Wundermittel, dass man jetzt da nie wieder irgendwas machen muss. Kann man die Keramik mit irgendwelchen Reinigern killen oder ist die so resistent, dass selbst die Reiniger egal sind? Also richtig Säure und sowas natürlich irgendwann schon, aber gut, dann frisst das halt alles angefühlt. So jetzt durch Reiniger an sich primär nicht. Mhm. Du verschlechterst es halt extrem dadurch. Also wenn jetzt wirklich, ich kann jetzt nicht mit Alkohol die Versiegelung einfach runterwischen wieder. Wenn sie jetzt frisch ist, ja, geht das bedingt. Wenn sie richtig ausgehärtet ist, muss ich es halt wirklich am besten runterpolieren, weil dann habe ich es halt so 100%. Das heißt, der typische Felgenreiniger, der typische Insektenentferner so, ist jetzt nicht schlimm? Ist jetzt nicht schlimm, aber ist jetzt auch nicht förderlich. Mhm. Cool. Weil gerade halt Insektenentferner, halt, wenn man das jetzt bei einer Front jetzt macht, so jetzt wie bei dem, schwarzes Auto. So, du fährst jetzt in die Waschbox, die Karre ist warm. Du nimmst den Insektenentferner, sprühst es halt da drauf. Kann es halt sein, dass die Keramik dadurch fleckig wird. Mhm. Es kann auch sein, dass eine Keramik fleckig wird, jetzt, wenn es jetzt, wie will man das jetzt am besten sagen, so ein bisschen saurer Regen kommt oder sowas, was ja ab und zu mal ist, kann es halt sein, dass du halt wirklich leichte Verfärbungen in der Keramik sehen kannst. Weil die Keramik dann durch diese Flüssigkeit angegriffen wird? Die wird dadurch ein bisschen angegriffen. Dadurch verändert sich halt, weil die macht den Lack ja ein bisschen intensiver, einen Ticken dunkler vom Ton. Mhm. Ich mach gleich mal nur mal bis hier oder sowas, dann können wir mal gucken, vielleicht sehen wir das hier drauf. Das kann halt immer mal passieren, sowas. Also das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches. Deswegen, also da muss man schon ein bisschen... Man muss halt trotzdem sich drum kümmern und drauf aufpassen, wenn man das gemacht hat. Es ist jetzt nicht so, ich mache das jetzt einmal und ich kann danach mit meinem Auto machen, was ich will. Das muss ich genauso behandeln, wie ich es vorher auch behandelt habe. Es ist halt nur eine Hilfe, um es halt leichter hinzukriegen. Und die musst du jetzt aber, wenn die ausgehärtet ist, nochmal irgendwie aufpolieren oder gar nicht? Nein, also die lässt du jetzt so zwischen knapp einer Minute ungefähr, je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur, lässt man die jetzt drauf. Ich mache jetzt mal bewusst nur bis hier. Normalerweise macht man immer von Kante zu Kante am besten. Weil wenn du hier so drauf filmst, dann sieht man schon gleich den... Wenn wir das abgewischt haben, will ich mal gucken, vielleicht sehen wir da den Unterschied, den ich halt meine, dass das halt ein bisschen intensiver danach wird. Normalerweise machst du halt Kante zu Kante. Finde ich es halt immer am einfachsten, weil... So trägst du denn hier nicht doppelt oder so auf, wenn du dann halt noch eine Schicht machst, dann hast du hier vielleicht einen Bereich, der dreimal was gekriegt hat oder viermal was gekriegt hat, je nachdem, wie viel man halt davon macht. Ist jetzt halt nur mal so ein bisschen zum Darstellen. Ich werde gucken, ich werde es wahrscheinlich auch wieder dann jetzt einfach runterpolieren, wenn ich den Wagen nachher dann gleich fertig mache. Und damit wir es dann halt wirklich einmal wirklich diese zwei Schichten haben, damit wir da das so haben, wie es eigentlich gemacht werden soll. Man sieht jetzt, es fängt ja an, so ein leichter Benzinschleier sich zu bilden. Guck mal, du siehst es von hier so ein bisschen. Mhm. Ein bisschen ölig. Ja, so ein bisschen leicht ölig. Und dann sagt man halt, dann kann man sie halt langsam anfangen abzuwischen. Also der Hersteller sagt halt, zwischen 30 Sekunden bis 1,5 Minuten kann sie ohne weiteres draufbleiben. Wenn sie jetzt noch länger draufbleiben will? Ist jetzt erstmal nicht dramatisch. Also ich habe es auch schon mal ausprobiert, wenn du hier 5 Minuten oder 10 Minuten drauf hast, dann kannst du es immer noch wegwischen. Geht ein bisschen schwerer, ist jetzt halt nicht im Sinne des Erfinders, aber es geht trotzdem. Wenn man das jetzt, das habe ich auch schon mal gehabt, dass die Leute dann halt das Stunden oder Tage so draufgelassen haben, gerade halt auf Felgen, musst du halt runterpolieren, kriegst halt nicht mehr weg. Weil das Zeug ist halt so, wie du es jetzt halt siehst, würde es halt komplett aushärten und bildet ja halt wie so eine Art zweite Schicht auf dem Klarlack. Also es geht beim Abwischen mehr darum, es quasi glatt zu ziehen und gleichmäßig zu ziehen. Praktisch gesehen, also es ist ja so, der Lack ist ja offenporig. So jetzt wie hier, wie ist das hier so das Tuch? Du hast ja hier überall Vertiefungen, Rillen etc. So die Keramik glättet diese ganzen Sachen ja, dass du eine glatte Oberfläche hast. Dadurch perlt ja halt auch das Wasser anders ab und sowas und bleibt ja nicht an diesen Rillen haften. Das Abwischen jetzt ist wirklich so dieses überschüssige Produkt, was du jetzt halt abträgst. Also praktisch gesehen, du trägst eigentlich... mehr Produkt ab, als wie auf dem Lack drauf bleibt, weil da bleibt halt nicht viel drauf.
es ist halt wirklich nicht förderlich, das zu lange zu lassen. Mhm. Weil gerade halt die schmieren so ein kleines bisschen. Wenn man jetzt halt, das Tuch ist noch relativ neu, wenn man jetzt halt hier rüber wischt, sieht man es jetzt natürlich nicht, das ist natürlich schade. So, aber denn, wenn du jetzt hier so ein bisschen oben rüber gehst, hast du halt meistens immer, dass du hier halt, wenn du jetzt ein Tuch ein paar Sachen schon benutzt hast und es langsam voll wird, dass du halt hier so leichte dunkle Flecken halt hast, weil du die Keramik halt zwar im Tuch ist, aber du hast sie dann halt da oben hingewischt und da bleibt halt ein bisschen drauf. Mit dem Tuch wieder aufgetragen. Genau, wischst du das halt nicht hundertprozentig ab, bleibt das. Das kannst du nicht denn nach ein paar Tagen oder sowas einfach sagen, okay, ich nehme jetzt, was weiß ich, nochmal ein bisschen Alkohol und wisch jetzt darüber. Nee, das funktioniert nicht. Das musst du halt runterpolieren. Und du kannst halt in der Keramik, wenn du jetzt hier einen Kratzer hast und du hast die drauf, kannst du jetzt nicht nur die Stelle einfach polieren. Du musst das ganze Bauteil machen oder halt irgendwie, dass du eine richtige Kante hast, wie beim Lackieren auch, die jetzt, die man halt annehmen kann dafür, weil wenn du es jetzt hier polieren würdest, hast du halt die Stelle hier etwas heller als wie den Rest wieder, weil die Keramik das ein bisschen dunkler macht. Du siehst es minimal in dem Licht hier wirklich nur. Wenn du es jetzt so ein bisschen von unten nach oben guckst, ich weiß gar nicht, siehst du es auf der Kamera überhaupt? Ich sehe gar nichts. Ich sehe es auch nur ganz schwer. Also es ist wirklich minimal. Und ich mache es dann halt immer so, ich wische halt immer nochmal mit dem anderen Tuch großflächig einmal hinterher, dass du dann halt diese Sachen, die du gegebenenfalls vielleicht irgendwie verschmiert hast oder sowas, dann auch wirklich weg sind. So machst du jetzt halt dann das gesamte Auto einmal damit, Bauteil für Bauteil. Gut, Motorhaube musst du halt in 2, 3 oder 4 Teilen machen. Dach versuche ich meistens immer in so 2 Teilen zu machen. Ja, musst du ein bisschen einen Augenblick warten und dann trägst du den ganzen Kram halt nochmal auf. Und dann musst du ungefähr 24 Stunden warten. Und wie lange müssen wir jetzt bis zur zweiten Schicht warten? 30, 40 Minuten ungefähr. Ah doch, so lange musst du die richtig? Ja, also es ist halt wirklich so konzipiert, dass du jetzt halt praktisch gesehen das ganze Auto einmal auftragen kannst. Ja, also brauchst du ungefähr, wenn du halt weißt, wie es geht und du bist halt fix, brauchst du eine halbe Stunde für so ein Auto. Wenn wir jetzt gerade hier ein bisschen Wasser drauf tröpfeln, meinst du, sieht schon einen Unterschied bei der ersten Schicht? Können wir mal ausprobieren. Testen? Ja doch, also das menschliche Auge sieht auf jeden Fall die Kante. Das ist wirklich nur so wie so ein Schatten, das wirst du aber nicht gefilmt kriegen. In echt sehe ich es auch, aber hier sehe ich nichts. Also normalerweise darf die jetzt nicht nass werden. Also ja. Jetzt müssen wir sie eh, dann mache ich es nochmal neu. Nee, ist noch nicht richtig. So geht's. Also kannst es halt annähernd mit so einem stumpfen Strahl halt trocken machen. Normalerweise, wenn sie jetzt richtig ausgehärtet ist, hättest du jetzt halt hier diese Spuren auch noch ein bisschen weg. Jetzt halt mal im Vergleich zu hier drüben guckst. Geht halt bei der frisch polierten Stelle. Ja, man merkt halt, es bleibt halt ein bisschen länger erstmal noch drauf. Mhm. Also wenn du jetzt halt kippst, läuft halt im ersten Moment gut. Und dann dauert es halt, bis der Film anfängt langsam wegzuziehen. Da ist auch viel mehr dran haften jetzt geblieben. Das heißt aber, 2 Schichten, das ganze Auto bist du ja auch, keine Ahnung, locker 2 Stunden beschäftigt, bestimmt, ne? Ja, anderthalb, 2 Stunden würde schon dauern, ne? Ja. Wenn ich mir überlege, weil ist ja schon gut. Ja, ist ja blöd, halt kein Dach, also kein Schiebedach oder Panoramadach drin. Das ist halt immer ein bisschen von Vorteil, wenn du da sowas hast. Also ungefähr grob. Wobei man theoretisch das Glas auch versiegeln könnte, oder? Ne? Ich meine, daher kennt man das ja von der Frontscheibe. Dass ja, dass das Wasser so wegfliegt. Das Wasser so perlt, ja, ne? Was du ja teilweise auch schon hast. Also ich habe das immer, wenn du durch die eine oder andere Waschstraße fährst und nach der Waschstraße perlt auf einmal das Wasser auf der Frontscheibe so, dann weißt du zeitgleich natürlich, was auf dem Lack jetzt auch überall alles drauf ist. Ne? Ja, da ist halt ein Wachs drauf. Also ja. Das sind halt so Sprühwachse, die da drauf sind. Es gibt mittlerweile auch Scheibenreiniger, die solche Bestandteile drin haben, wie so eine Art, sag ich mal, ich nenne es jetzt einfach Keramik, ob es wirklich jetzt Keramik ist, weiß nicht, ob das da drin ist. Dass du halt diesen Abperleffekt halt durch das Fahren halt mit dem Scheibenreiniger schon erreichen. Ja, das merkst du auch wirklich, wenn du mit den Reinigern eine Scheibe putzt, ist die danach wirklich erheblich glatter als wie die andere Scheibe. Ist schwierig, weil die schmieren ganz schön, die Dinger. Da muss man halt echt viel nachwischen und so, aber das funktioniert wirklich gut. Okay, das heißt jetzt einmal ganz Auto auftragen, dann einen Tag stehen lassen und dann final. Ja, dann halt so Kleinigkeiten, Scheiben fällen kann, wie ist das hier, dass du noch einmal überall nachgucken kannst, entstauben und sowas und dann kannst du machen. Ich lege jetzt vorher nochmal die ganzen kleinen Lackstellen einmal ein bisschen aus. Das, was halt jetzt geht. Also kannst du jetzt nicht jeden Mühe an Steinschlag da ausdrücken, aber jetzt zum Beispiel das, was in der Tür oder sowas ist. Weil wenn du das jetzt im Nachhinein auf die Keramik machen willst, ist halt blöd, hält halt nicht. Okay, let's go. Jawohl. Also so auf den ersten Metern bin ich froh, dass wir das Auto noch nicht neu lackiert haben.
Weil, ja, weil für ein Auto, was man eigentlich fahren will am Ende, und der B7 ist für mich bis heute ein Auto, was man einfach fahren muss. Ja. Ja, muss der eigentlich nicht neu lackiert werden, ne? Also klar. Ja, die Stoßstange musst du machen, da kommst du nicht drum rum. Das ist das Typische, was ich früher, wo ich das Auto wirklich monatlich gepflegt habe, wirklich dreimal im Jahr lackiert habe. Also dreimal im Jahr ist jetzt übertrieben, aber einmal im Jahr habe ich die Stoßstange lackieren lassen. Mhm. Wirklich, ich habe die vordere Stange, weil gerade die hier natürlich auch mit diesen Flächen so passt. Ja, das steht halt zu gerade. Also, zum Beispiel Haube würde ich nicht machen, ganz ehrlich. Würde ich so lassen. Nee, da wäre es tatsächlich nur die Stoßstange. Das wäre schon mal die halbe Miete. Und halt die Heckklappe hinten. Mit dem Rost, ne? Ja, aber das ist ja klar gewesen von vornherein. Ja. Aber mich interessiert auch mal, ob es den Grill noch gibt. Ich habe nämlich zwei, dreimal den Grill neu gekauft gehabt. Mhm. Ob es den jetzt noch gibt oder nicht mehr. Ja, und vielleicht sowas wie Wischerarm oder sowas würde ich dann mal neu nehmen. Ja, also klar, so wo fängst du an, wo hörst du auf, ne? So, ja, ne? So ein paar Kleinigkeiten. Also der wird auf jeden Fall, wie ich anfangs in dem Video gesagt habe, von mir irgendwann nochmal die Vollrestauration bekommen, weil ich die Kiste einfach liebe. Ist einfach so. Und ich auch noch Teile für kriege und gerade diesen 25 Jahre Special Edition vom RS4 gefahren, welches auch der letzte RS4 ist. Mhm. Das heißt, RS4 wird einfach so Mythos, Legende, wie auch immer werden. Das heißt, den muss man einfach... Ja, kannst nicht weggeben, das Auto. Nee. Also wirklich erstaunlich wenig, was irgendwie Kratzer oder Beschädigungen, Beulen, Dellen, das ist eigentlich fast gar nichts. Halt nur das mit der Heckklappe hinten. Ja. Gut, die Kotflügel vorne da so ein kleines bisschen. Ja, er sieht... Steinschlag. Er sieht wirklich kerzengerade aus, ne? Ja. So, gerade so, wenn man von hier so drauf guckt, ist schon krass. Ja. So sieht man mich hier so, da kannst du hier... Hallo. Ja, geil. Vielen, vielen Dank, Kai. Kein Problem. Das heißt, jetzt wieder nur Handwäsche? Wäre schön. Bevor ich ihn schlecht wasche, sage ich auch immer lieber dann gar nicht waschen. Und lieber stehen lassen und dann lieber vernünftig waschen. Ja, also bevor du ihn richtig schlecht von Hand wäscht, kannst du auch in eine gute Waschanlage fahren. Also hört sich jetzt blöd an, wenn man so sagt, aber wenn du jetzt halt mit diesen Bürsten in diesen SB-Waschboxen dabei gehst, ja, nee, das ganz nicht. Ehrlich, dann kannst du auch wirklich in die Straße fahren, das ist derselbe Effekt ungefähr gefühlt. Was ist für dich eine gute Waschstraße? Wie sieht die aus? Das heißt dann, dass diese Lappen, die sich so drehen? Oder? Ja, entweder sind es halt wirklich Lappen, also nicht diese Plastikborsten, das ist halt der komplette Tod, da brauchst du nicht drüber nachzudenken. Ja, halt eine Anlage, die halt auch relativ neu ist. Mhm. So dieser Klassiker bei uns ist in Hannover, Mr. Wash. Mhm. Streiten sich die Geister drum. Es ist aber schon mit, wenn du jetzt im Vergleich zu den anderen Waschstraßen siehst, schon mit eine der besten. Ich krieg da jetzt kein Geld oder so für das. Aber ich das sage. So ist aber tatsächlich ja, so. Ja, also ich habe ja diverse Kunden, die da reinfahren, die auch sagen, okay, ich habe keine Zeit, das Ding von Hand zu waschen oder keinen Bock drauf oder sowas. Und die kommen dann ein, zweimal im Jahr her und musst da mal rüber gucken. Und es hält sich wirklich in Grenzen, was Waschstraßenkratzer angeht. Also das ist jetzt nicht brutal schlimm danach. Ja, klar hast du natürlich was im Vergleich zur Handwäsche. Gut, kriegst du auch ein bisschen, aber nicht so viel. Aber es ist immer noch okay, finde ich, dafür, dass es eine Waschstraße ist. Das Problem bei der Handwäsche ist halt immer so, wie ich sagte, bevor man es schlecht auf schnell mit zu wenig Wasser und so weiter wäscht, am besten noch mit einem dreckigen Schwamm, dann lieber sein lassen und gar nicht waschen. Das kannst du vergessen. Abschließend, weil es den einen oder anderen bestimmt einigermaßen interessiert, was kostet so eine Aufbereitung? Kann man jetzt schwer immer sagen, weil hängt natürlich ab Auto, wie viele Kratzer und so weiter. Ja, aber also nur so die Basis wie hier, Auto bringen, reinigen. Also in etwa 400 bis 600 ungefähr. Also wäre jetzt bei dir jetzt irgendwo so dazwischen gewesen. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, wo man jetzt eine Stufe 2 gemacht hat, wo man eine Stufe 1 gemacht hat. Klar, jetzt so vom Ausgangszustand war es natürlich erheblich schlimmer als wie ein normales Auto. Also irgendwie so in der Preisregion. Also inklusive Steuer, jetzt nicht irgendwie netto oder so. Und da ist aber dann auch die Keramikversiegelung schon drin? Ja, die zwei Schichten, die du jetzt auch hast. Klar, kannst du auch mehr kriegen, würde dann halt ein bisschen on top kosten, aber ich sehe es halt so. Warum willst du jetzt so gesehen 200, 400, 600 Euro mehr für halt mehr Schichten Keramik ausgeben, dann lass es lieber nach zwei Jahren nochmal neu machen. Ja, dann hast du immer wieder ein frisch gemachtes Auto, das kommt sowieso irgendwas mal rein oder du kriegst einen Steinschlag, einer haut dir eine Tür gegen dies, das oder sowas, dann kann man das halt in dem Zuge immer gleich mit wegmachen. Vielen, vielen Dank, sehe ich 1:1 zu. Eine Sache zeige ich euch noch, die muss auf jeden Fall jetzt so langsam neu, das sind nämlich noch die ersten. Die Nebelscheinwerfer ist halt so eine Sache, die macht man nie an, aber das ist ja hier schon... Ziemlich gestrahlt. Das ist ja richtig Schmirgelpapier da unten. Ne? Das sieht ja sehr richtig vergilbt aus. Das ist schon nicht ohne. An der Stelle ein bisschen Aufbereitungsthematik mit ein bisschen Technik. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.